Am Anfang eines jeden Sports steht die Frage, welche Ausrüstung es eigentlich braucht, damit man endlich loslegen kann. Beim Tennis ist es der Tennisschläger, beim Fußball der Fußball und beim Bergsteigen, naja, die Bergschuhe. Und über die Bergschuhe für alle unter euch, die was zu Passform und Genauigkeit der Passform wissen wollen, erzähle ich euch heute was. Liebe Einsteiger im Sport und alle, die bei dem Thema immer wieder vor Problemen stehen, Bergschuhe sind ein kompliziertes Thema. Deshalb gab es am Kanal auch schon mal ein, zwei Videos zu dem Thema, aber das waren immer recht schnelle und überblicksmäßige Videos, zugegeben. Heute möchte ich euch vor allem etwas zur richtigen Passform, Anpassung und Einstellung von Berg- und Wanderschuhen erklären, damit ihr, falls ihr da Probleme habt, einen fast passenden Bergschuh zu einem perfekt passenden Bergschuh machen könnt. Das Allerwichtigste zu Beginn, die Passform des Schuhs. Jeder Bergschuh hat eine Leiste, also quasi eine Art Form, die dem Schuh nun mal seine Form verleiht. Das Allerwichtigste bei Bergschuhen ist, dass euer Fuß so nah wie möglich an die Schuhleiste rankommen sollte. Bei den Herstellern sind die Angebote aufgrund der vielen Füße auf der Welt auch sehr vielfältig geworden. Es bringt nämlich grundsätzlich nichts, wenn der Schuh super passt, aber eben nicht super zum Fuß passt. Wie findet man also jetzt heraus, ob der Schuh passend wäre oder nicht? Im Geschäft geht es in der Regel etwas einfacher, als wenn man online vor der Qual der Wahl sitzt. Grundsätzlich wissen die meisten von uns, ob man einen eher breiten oder einen eher schmalen Fuß hat. Aber wie breit oder schmal der Fuß ist, ist in der Praxis gar nicht so wichtig, wenn man die Schuhe in der Hand hat. Denn der Trick ist, sich jetzt einfach die sogenannte Einlegesohle des Schuhs einfach aus dem Schuh zu holen und draufzustellen. Dann kann man perfekt einschätzen, ob der Fuß deutlich breiter ist als die Innensohle oder eben nicht. Ist der Fuß um mehr als einen Zentimeter breiter, ist der Schuh bei einer normalen Schnürung etwas zu eng, was den Druck auf den Fuß erhöhen und über die Zeit zu echt starken Schmerzen führen kann. Das heißt aber nicht, dass es pauschal immer richtig ist, den breitesten Schuh zu nehmen, den es am Markt gibt. Dann ist die Leiste breiter als der eigene Fuß, wenn man draufsteht, hat das fatale Folgen im Sinne der Blasenbildung. Viel Bewegungsspielraum im Schuh macht nämlich Blasen, egal wie unsensibel man da sein mag. Und dieses Problem lässt sich mit einer engen Schnürung fast nicht lösen, denn die Grundfläche des Schuhs ändert sich durch die Schnürung original gar nicht. Manche, wie meiner einer, haben einen sehr breiten Ballen und eine sehr schmale Ferse. Ja, hier wird es jetzt halt dann tricky, denn nur sehr wenige Schuhhersteller schneiden Schuhe unterschiedlich breit bei ein und demselben Schuh. Vereinzelt gibt es solche Modelle zwar, extra ausgewiesen wird das aber in der Regel nicht. Nun sollte man aber auch die richtige Länge kennen. Die Orientierung kann hier der Straßenschuh bieten, aber blind darauf vertrauen sollte man nicht. Obwohl eigentlich genormt, sind nämlich Bergschuhe nicht immer gleich lang. Jetzt heißt es also probieren. Die Daumenregel kann funktionieren, aber in der Regel tut sie das deshalb nicht, weil man bei festeren Bergschuhen die große Zehe so oder so nicht mehr spüren würde. Für die wenigen, die die Daumenregel vielleicht nicht kennen, stellt man sich normal in den Schuh hinein und schnürt ihn zu, sollte man zwischen der Vorderkante des Schuhs und der großen Zehe noch den Daumen durch den Schuh drücken können. Ist die große Zehe im Weg, ist der Schuh meistens zu klein. Ist da sehr viel Luft, dann ist er zu groß. Pauschal stimmt diese Regel bei Bergschuhen aber eher nicht. Deshalb gibt es meiner Meinung nach einen viel einfacheren Trick, um Schuhe der verschiedenen Anwendungszwecke ganz einfach auf die Größe zu überprüfen. Dafür stellt man sich in beide Schuhe hinein. Ganz wichtig, nie nur einen Schuh probieren und schnürt sie ganz normal zu. Der Bergschuh sollte nie besonders fest oder besonders locker geschnürt werden, aber dazu gleich nochmal mehr. Danach sucht ihr euch eine Testfläche, wie sie alle guten Bergsportläden so haben. Ihr könnt aber auch einfach eine Stufe für die Anprobe nutzen. Jetzt versucht ihr mit viel Schwung abwärts zu gehen und dabei die Füße bewusst in den Boden nach vorn und nach unten zu drücken. Wenn dabei schon nach wenigen Schritten sich die große Zehe und der Bergschuh eine leidenschaftliche Berührung gönnen, dann wisst ihr, dass der Schuh zu klein ist und ihr eine Nummer größer probieren solltet. Denn sonst könnt ihr euch über ganz lange Abstiege mit der Zeit richtig wehtun. Doch trotzdem hängt das alles mit der Schnürung ebenfalls zusammen und nicht nur mit der Größe oder Breite. Die Schnürung sollte bei Bergschuhen nämlich immer folgendermaßen eingestellt werden. Zuerst sollte der vordere Bereich des Schuhs angenehm anliegend geschnürt werden.
Solltet ihr einen Schuh haben, der nur halb hoch ist, dann solltet ihr beim vorletzten und letzten Loch des Schuhs den Zug spürbar erhöhen. Denn die letzten zwei Löcher sorgen in der Regel dafür, dass man hinten eben hinausschlüpft oder halt nicht. Natürlich hängen alle Löcher indirekt miteinander zusammen und werden nur durch die Reibung des Schuhbands im Prinzip voneinander mehr oder weniger abgetrennt, sodass, wenn man wirklich wie ein Berserker anzieht, auch die vordere Schnürung wieder beeinflussen würde. Die Schleife sollte letztlich so eng gemacht werden, dass man sich nicht den Schuh von allein ausziehen kann, aber nicht so eng, dass einem der Fuß einschläft oder man Krämpfe bekommt. Ihr werdet dafür über die Zeit jedenfalls ein Gefühl entwickeln für jeden Schuh einzeln. Die erste Zeit mit einem ganz neuen Schuh müsst ihr immer etwas herumprobieren, auch während der Tour, aber nach den ersten Kilometern ist euch klar, wie der Schuh sitzen sollte. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass der Schuh immer so fest sitzen muss, dass er nie etwas anderes tun kann als euer Fuß. Könnt ihr also den Fuß innerhalb des Schuhs nach außen oder innen kippen, der Schuh bleibt aber am Boden stehen, ist er definitiv zu locker. Wird hier nichts geändert, kann das richtig gefährlich werden. Hohe Schuhe haben im Idealfall immer eine Unterteilung in den oberen, also den Schaft, und den unteren Teil der Schnürung. Den unteren Teil könnt ihr wieder so einstellen, dass alles anliegend ist, aber noch gemütlich. Jetzt kommt ein großer Unterschied zum Halbschuh. Die Öse oder der Haken, der euren Rist nun vom Schienbeinende abgrenzt, muss nun etwas fester angezogen werden. In der Regel ist das die Öse, an der ein Abklemmmechanismus oder auch eine Sperre für die Schnürung drin ist. Ab dieser Öse ist die folgende Schnürung von der unteren Schnürung am Rist unabhängig. Nach der engen Schnürung für das Sprunggelenk folgt noch eine halbwegs feste und anliegende, aber bitte nicht zu feste Schnürung bis zum letzten Ösenpaar. Übrigens, ganz wichtig, wenn ihr einen sehr hohen Bergschuh habt, dann könnt ihr das letzte Ösenpaar auch einfach auslassen. Das wird wirklich nur gebraucht, wenn es auf maximale Stabilität und Steifigkeit am Fuß ankommt, wie beispielsweise beim Eisklettern. Nur noch eine Ergänzung zum Thema Passform und Größe. Das ist ja wirklich ein schwieriges Thema, weil eben jeder Fuß irgendwie anders aussieht. Ich habe euch jetzt ein paar allgemeingültige Dinge erklärt, die generell für Bergschuhe stimmen. Trotzdem gibt es auch Gründe, die für einen engeren Schuh sprechen, man sollte aber eben auch die Nachteile kennen. Ein engerer oder kürzerer Schuh lässt deutlich präziseres Steigen zu. Gerade bei leichter Kletterei kann das einen großen Unterschied machen. Meine Zustiegsschuhe beispielsweise habe ich immer einmal in meiner normalen Größe und einmal eineinhalb Nummern kleiner, damit ich vorne knapp nicht an. Damit kann ich aber sicher und präzise bis zum 4. Grad ganz problemlos klettern. Der große Nachteil ist aber, dass jeder Kilometer Abstieg relativ unbequem sein kann, wenn ich mir den Schuh nicht extrem eng schnüre, sodass ich kaum nach vorne rutschen könnte. Und das ist eben der springende Punkt. Der kleinere Schuh verspricht mehr Präzision, weniger Stolpern und so weiter, aber eben auch weniger Komfort. Beim größeren Schuh ist es dann logischerweise genau umgekehrt. Das ist für euch wichtig, wenn ihr euch mal zwischen zwei Größen nicht ganz sicher seid. In diesem Sinne haben wir Passform, Länge, Breite und Schnürung besprochen. Das ist alles, was ihr über die richtige Wahl und Anpassung zum Thema Bergschuhe wissen müsst. Wenn ihr mal was zum Thema Haltbarkeit und Pflege lernen wollt, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Dann kann ich auch dazu mal ein Video machen. In diesem Sinne, vergesst nicht, dass ihr Leute von heute, die diesen Kanal zwar verfolgen, aber nicht abonniert haben, das jetzt sofort tun müsst. Also müssen. Pflicht. Also sagen wir halt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!